Kassel hat endlich einen Tatort. Bei einer Preview im März 2019 sahen knapp 500 Zuschauer das Monster von Kassel in der Dokumentahalle. Am 12. Mai 2019 läuft der Krimi um 20.15 Uhr dann auch für Fernsehzuschauer im Ersten. Bei der Premiere nahmen mit Margarita Broch und Wolfram Koch auch die beiden Hauptdarsteller teil. Sie spielen die Frankfurter Ermittler Anna Janneke und Paul Brix. Wie haben die beiden Kommissare die Dreharbeiten in Kassel erlebt? Wir haben sie zum Interview getroffen. Sie sagten, Sie seien zu Grillfesten dann eingeladen worden. Waren das so spontane Begegnungen oder waren Sie dann ausgebucht? Wir waren oben, wir haben hauptsächlich gedreht in diesem Viertel da am Wald. Ja. Und die hatten einfach Spaß daran, dass wir da waren. Und guckten aus den Fenstern, saßen im Garten, haben uns zugeguckt und haben uns dann einen Abend eingeladen, den nächsten Abend, ob wir morgen wieder könnten. Fantastische Wurst. Ja. Und Wein und Bier und alles. Und die Würstchen mit Rosmarin. Ja. Mit Gorgonz. Also, ich weiß nicht. Bratwurst meinen Sie jetzt auch hier alle? Hier. Ja, die Bratwurst oder alle Wurst? Bratwurst, alle Wurst, alles zusammen. Also, ich meine, wir wurden einfach eingeladen und herzlich eingeladen. Das war wirklich. Und aber auch, als wir hier in der Fußgängerzone gedreht haben, merkte man, dass die Leute sich extrem gefreut haben, dass irgendwie jemand. Also vielleicht ist das ganz blöd gesagt auch eine Art Komplex oder so, ich habe keine Ahnung, dass die Großstädter mal hier hinkommen. Und hier ist natürlich banal ist, aber für die Leute anscheinend nicht. Die haben sich derartig gefreut, dass wir hier waren. Ja, für die Kasseler oder für den Kasseler an sich ist der Südhesse oder der Frankfurter immer so ein kleiner Feind auch. Oder, okay, so haben wir es nicht erfunden. Bayern München, ich meine. Und nicht einfach Frankfurt. Diese Kontakte, die sich da ergeben haben, reichen die bis heute oder ist man da weiterhin in Verbindung oder war es das dann mit dem Grillfest? Ich habe eine Dame hat da gewohnt, ich weiß den Namen leider nicht mehr, die hat angeblich den Hase von Beuys in ihrem Garten begraben und die hatte ich eine Woche vorher auf dem Filmfest in Berlin getroffen, eine ältere Dame, die zu diesem Dokumentarfilm mitgearbeitet hat über Beuys. Und ich habe zufällig auf der Damentoilette zu ihr gesagt, sie haben aber ein wunderschönes Kleid. Und diese Dame kommt hier in Kassel, die hat neben dem Haus gewohnt, wo wir gedreht haben. Und da bin ich dann auch zum Tee hingegangen. Aber jetzt richtige Brieffreundschaften haben sich noch nicht ergeben. Aber Sie sagten ja schon im letzten Sommer, dass es was Besonderes war, diese Dreharbeiten, weil es wie so eine Klassenfahrt war. Sonst waren Sie immer abends allein in Frankfurt im Hotel, weil alle anderen nach Hause gefahren sind und diesmal waren alle zusammen. Und ich glaube, der Herr Dr. Zahnarzt, der uns eingeladen hat, der hat auch so eine T-Shirt-Reihe gedruckt. Tagort im, und wie hieß die Straße, wo wir gedreht haben? Mulan. Nein, im Rosengarten. Rosengarten. Und da haben wir dann irgendwie alle unterschrieben. Die kommen heute auch alle. Da bin ich mir ganz sicher, dass sie da waren. Bei den Zahnarzt war ich auch, bei mir meldete sich ein Zahn. Und da dachte ich, bevor jetzt irgendwie die Backe dick wird. Ja, der Erste ist uns zum Essen eingeladen. Ja, und dann war ich beim Zahnarzt. Den Kontakt hatte ich aber auch. Zahnarzt hatte ich mir immer aufrechte Kontakte. Und ich wurde sogar außerhalb der Arbeitszeiten wurde ich behandelt. Und dann war die Sache geregelt und wir konnten schön weiter. Bei ihm zu Hause oder dann doch in der Praxis? Nee, in der Praxis schon. Bei ihm zu Hause wurde gegessen, in der Praxis wurde nicht. Wir hatten auch schon mal ein Interview mit den beiden Drehbuchautoren geführt und die sagten, Kassel, das sei noch unverbraucht und das sei der gewisse Reiz auch an dem Tatort. Haben Sie das auch festgestellt? Das ist landschaftlich schon schön. Ich bin ja hier überall rumgefahren. Filmisch weiß ich nicht, ob das unverbraucht ist. Wahrscheinlich wird hier weniger gedreht als Sie. Aber das weiß ich nicht, wie man das. Also es sieht hier überall aus, so wie es überall aussieht in Deutschland. Ja. So muss ich gerade sagen. Ne? Also das könnte man genauso in Erfurt drehen. Aber der Herkules da oben, da haben wir doch schon den ganzen Drehtag irgendwie. Ja, es gibt natürlich immer Fontänen gesperrt und Fontänen geöffnet und das war ein riesen Bohai. Also es gibt Orte, glaube ich, im Film, die natürlich der Kasselaner wiedererkennt. Was wir auch wollten. Bestimmte Straßen, bestimmte Ecken. Von Vorteil ist, dass es auch Höhen und Tiefen gibt. Das ist natürlich immer von Vorteil, dass eine Straße eine Länge hat oder irgendwo runtergeht und so weiter. Und ich fand, also was wir natürlich in dem Film haben, wir haben ein relativ lausiges Polizeirevier gebaut im Studio, was heißt lausig, aber sagen wir mal, es ist normal
bräunlich gehalten. Und wir machen uns ja wahnsinnig lustig im Film über Kassel. Und das Polizeipräsidium Kassel, was gebaut wurde, war ein Palast. Und wir laufen durch und sagen, oh Gott, was ist denn hier los? Und so weiter. Also diese ironischen Kurven haben wir da. Also das Frankfurter ist so ziemlich lausig, dreckig, runtergekommen und so weiter. Und das Kasseler Polizeipräsidium, da haben wir einen richtigen, wirklichen Palast gebaut. Also was heißt, verhältnismäßig. Ist ja auch ein außergewöhnliches Drehbuch. Also der Mörder ist ja nach 3 Minuten bekannt. Ne? Ja. Das ist, ja. Macht ja sicherlich auch mal einen Reiz aus. Ist was anderes? Naja, das ist so eine andere Konstruktion, die aber eigentlich ganz gut ist. So funktioniert ja zum Beispiel auch Columbo. Mhm. Man weiß vorher, wer es war, und man freut sich als Zuschauer, ihn arbeiten zu sehen, wie er nun endlich dann vielleicht auch mal da drauf kommt. Mhm. Und normalerweise ist das beim Tatort ja tatsächlich andersrum, dass alle nicht wissen, wer es ist. So. Sie drehen im Moment ja auch einen weiteren Tatort, und dazwischen haben Sie auch schon wieder einen Tatort gedreht, wenn ich das richtig bekommen habe, verliert man dann irgendwann nicht den Überblick und müssen Sie erstmal zurückspulen, was jetzt eigentlich dieser Fall war? Ja, ein bisschen, tatsächlich. Ein bisschen. Also das Lustige ist, dass man relativ oder ziemlich intensiv sich in so einen Fall reinwühlt und dann ist das Ding aber auch vorbei und gegessen. Es bleiben Splitter, Fragmente, aber das Drehbuch muss man sich tatsächlich wieder, geht mir so, wieder rekonstruieren, wieder hochholen. Also in Frankfurt, bei Meckermann, wo zwei Kommissariate sind, da ist es tatsächlich so, dass ich manchmal wie so eine Endlosschlaufe im Kopf habe, weil sich die einzelnen Tagorte, das sind ja nur noch so Meckermann-Wochen, ja, man geht durch diese Flure und aber hier Kassel zum Beispiel, jetzt wenn man da oben, da war die Eisdiele, das schält sich ja auf ganz besondere Art und Weise aus diesen Dreharbeiten raus, einfach weil man auch nicht in Frankfurt war. Aber die Bücher muss man tatsächlich, man muss es wieder ein bisschen hochholen, tatsächlich. Mhm. Weiß, worum es ging. Ah ja, und so weiter. Also müssen Sie heute, wenn Sie den Fall sehen, dann nochmal auch, nicht. Nö, das kommt dann schon wieder. Da sind auch die Texte wieder da. Ja. Aber der Punkt ist, wenn man das zum ersten Mal sieht, man sieht ja nicht völlig, beim zweiten Mal ist dann besser. Beim ersten Mal sagt man, oh Gott, was spielst du da für eine Scheiße zusammen? Oder du sagst dir, wo war das denn? Ach, an dem Tag war das und das. Also man mischt es privat, man mischt den Vorgang des Spielens mit seiner eigenen Befindlichkeit in dem Augenblick. Das eigentlich erst beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Oder beim dritten Mal erst. Also da mischt sich komischerweise alles, was übrigens auch sehr interessant ist, was mit unserer Arbeit auch zu tun hat. Wie hast du dich da gefühlt? Oh Gott, da ging es dir schlecht und da Dings und da war der und da war das Problem im Steuerberater oder was weiß ich. Also es mischen sich in so Szenen, kommen so kleine andere Farbkleckse mit rein. Während man ist denn aus Kassel außer den netten Nachbarn und dem Zahnarztbesuch noch was in Erinnerung? Oh, ich war überall hier. Ich war oben im Museum. Wir waren in dem Grimme? Ja. Jeden Abend war ich hier lecker essen. Und dann bin ich ganz viel spazieren gewesen oben. Hm. Kann man gut machen hier. Ne? Super. Das sind ja so viele verschiedene Bäume. Ja, das kennt der Frankfurter gar nicht. Das sind aus der ganzen Welt. Das sind ganz komische Bäume. Ja. Wer hat die gepflanzt? Also asiatische Afrika, also im Zweifel immer Mammutbäume. Nee, das ist ja der Kurfürst. Der Kurfürst. Ja. Die sind ja zum Teil schon zu alt. Sie hatten ja von dem Klassenausflug gesprochen. Können Sie sich denn persönlich vorstellen, irgendwann als Team diesen Klassenausflug in 1, 2, 3 Jahren zu wiederholen? Ja, also heute haben wir überlegt, dass wir als Team auch gerne weiter in den Bus fahren würden. Ja, absolut. Weil es hat sozusagen das Team total erfrischt. Weil Hessen besteht nicht nur aus Südhessen und aus den Metropolen, sondern besteht sozusagen aus vielen anderen böhmischen Sehnsüchten von Menschen. Und immer, wenn wir so in Hessen irgendwie an anderen Orten unterwegs waren, was wir am Mittwochsfilm sehr häufig machen, dass wir nicht nur in Frankfurt drehen, sondern auch woanders, was man im Tatort weniger macht, weil Tatort ist relativ teuer, immer. Und dann noch sozusagen einen anderen Ort aufzusuchen, es ist eine reine Geldfrage. So. Aber im Prinzip ist es so, dass ich am liebsten irgendwie sehr häufig in Hessen und speziell auch im nördlichen Hessen drehen würde, weil das uns an die Menschen bringt, so wie sie wirklich sind. Ich muss sagen, in Frankfurt sind die Menschen nicht so, wie sie wirklich sind. Sie sind
Sie sind, Frankfurt ist insofern interessant, weil man da sozusagen an der Kante der Zeit lebt. Man lebt 2019. Aber die meisten Menschen in unserem Land leben nicht 2019, sondern bestenfalls 1999. Und von daher ist es spannend, sozusagen diesen Weg zu gehen. Haben Sie eine Idee für Nordhessen, irgendwie für den Mittwochsfilm? Also ich habe schon gehört, Tatort ist in den nächsten Jahren erstmal unrealistisch, dass Sie einen Tatort hier drehen. Nö, eigentlich nicht. Also da sind wir, das diskutieren wir auch, da sind wir irgendwie ganz offen, haben da jetzt aber noch nichts Neues geplant. Ja, okay, ging ja theoretisch auch mit Tuko, also dass man da mal nach Kassel kommt. Also mit Tuko haben wir ja öfters mal irgendwie, also auch hier am Edersee. Ja, am Edersee, Edersee war der erste. Und so weiter. Was mit Tuko auch absolut möglich ist, weil der natürlich für das LKA, das Landeskriminalamt, arbeitet und von daher grundsätzlich die Aufgabe hat, sich im Land unterwegs zu machen. Ja, muss man sehen. Aber im Prinzip ist das ein Konzept, was wir weiterverfolgen. Jetzt für den Tatort oder generell? Für den Tatort. Für den Tatort, auch für den Frankfurter Tatort. Ja. Das, ja. Ja. Am Ende müssen Sie sich mit Ulrich Tuko streiten, wenn er nach Kassel darf. Und er wird auch nicht schnell. Er ermittelt dann zusammen, das haben wir schon mal gemacht. Oder das so, vielleicht ganz lustig. In Zeitschleifen. Die Kasseler werden es gerne hören. Würden es gerne hören. Ja. Gut, vielen Dank.